herzlich willkommen. Das Qualifying für den Sprint wartet und wir sind schon gespannt. Wie üblich haben die Fahrer drei Qualifyings, um ihren Startplatz zu bestimmen. Allerdings geht es heute um die Startaufstellung für den kommenden Sprint. Nach dem, was wir zuletzt gesehen haben, was hältst du im Moment von Kevin Magnussen? Die Rundenzeiten im Training zeugen von einem Mangel an Tempo. Der Fahrer schien sich mit dem Setup nie ganz wohl zu fühlen. Für das Qualifying muss er etwas Neues ausprobieren, um über Q1 hinauszukommen. Halten Sie sich gut fest, denn jetzt geht es los. Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum... was hier? F1 Manager 2023 heißt das Spiel. Haha, wir sind in Spielberg. Regen. Das ganze Wochenende, deswegen lief die erste Trainingssession nicht so geil. Aber es ist halt ein Sprintwochenende und es nervt mich schon wieder und ich habe da keinen Bock drauf. So, haben wir das mal. Unser Selbstvertrauen ist auch nicht so richtig hoch. Das ist natürlich schade. Und wir kommen direkt auf Intermediates raus. Ohne Quatsch jetzt. Es ist schon wieder so schön hier. Aber guck mal, wir haben zwei optimale Werte hier getroffen. Das ist super. Wie sieht es denn hier aus? Nicht ganz getroffen. Aber zweimal großartig. Ja, doch. Ja, ich gehe davon aus, das wird passen. So, wir gucken mal drauf. Was sagt denn 2,15 mm Wasser schon auf der Strecke? Okay. Gut. Dann schmeißen wir mal frische Autoteile fürs Qualifying rein. Damit wir hier auf jeden Fall ein bisschen Gas geben können. Und wir haben ja wirklich super frische Teile. Wollen wir die überhaupt fürs Qualifying fahren? Wie ist denn das? Die Startstrafen für die Teile werden, glaube ich, erst im Hauptrennen dann gültig, ne? Das heißt, für den Sprint, wenn wir da es auf Punkte abgesehen hätten jetzt, sage ich mal, würde es sich schon lohnen, hier ein bisschen Gas zu geben. Denke ich. Schauen wir mal. Ja, Auto-Setups lassen wir einfach so. Also, was da jetzt bei rauskommt, das ist halt so. So, wir könnten jetzt sagen, wir fahren zwei fliegende Runden auf Intermediates, aber wir gucken erstmal nach dem Wetter. Ja, unser Selbstvertrauen, dass das so Strafwarnung, ja. Jetzt habe ich es natürlich weggemacht. Moment. Du hast einen Antriebsstrangteil im Auto 1 und Auto 2 installiert, dass das Limit pro Saison überschreitet und zu einer Startstrafe führt. Ja, Startstrafe wann? Im Hauptrennen vermute ich immer noch, aber hätten sie ja auch mal dazu schreiben können. So, wir schauen mal auf das Wetter. Okay, also wir haben nicht super viel Zeit, ne? Hier haben wir dann mal, wird es ein bisschen trockener. In 5 Minuten. Aber darauf zu warten, ja, weiß ich nicht, ob es was bringt. Ich würde sagen, wir ballern erstmal eine Runde. Und dann können wir ja immer noch mal rausfahren in dem Intervall, oder? Hoffe ich. In 9 Minuten wird's nass. Ja, es ändert sich, glaube ich, nicht so viel. Ja, wir... auf Windschatten warten? Ja, doch. Wir warten auf Windschatten. Schauen mal, wer sich hier raustraut. Ich hoffe, es fährt jemand. Ja, so viel Zeit haben wir halt nicht, ne? Da fährt jemand. Jetzt ist die Ampel grün, oder was? Dein Ernst? Alex Albon. Okay, kommt. Wir fahren mit Alex Albon mit. Da hinten kam noch jemand. Ja, wir sind hinter Hülkenberg. Ja, nee, hier wollen wir hin. Ich hoffe, Hülkenberg gibt ein bisschen Gas.
So, dann schauen wir mal. Viele Kurven gibt es hier, wie gesagt, nicht. Ne? Es geht hauptsächlich geradeaus. Also jetzt fahren ein Haufen Leute raus. An denen kommen wir aber, glaube ich, ganz gut vorbei noch. Ja, an denen sind wir gut vorbeigekommen. Sehr schön. Da vorne ist ein Aston irgendwo auf der Straße. Der steht da. Geht da weg. Theo will da vorbei. Danke. So, Theo hat hier schön den Windschatten ausgenutzt, scheinbar. Das wäre ein bisschen schneller als Yuki unterwegs. Beide sind auch schneller als Alex Albon unterwegs. Und ich denke mal, ja, Sektor 2 war Yuki ganz schneller. Da ist er jetzt dicht genug an Alex Albon dran, denke ich. Gelbe Flagge irgendwo. Ah, oh, Theo hat's versaut. Gibt's ja nicht. Wiederholung. Gut, schauen wir uns jetzt Kurve 7 an. Das heißt, er muss gleich nochmal raus. Da kommt er leicht von der Strecke ab. Er muss wirklich vorsichtig sein. Ja, meinst du. Ist er jetzt gerade schon an der Boxeneinfahrt vorbei? Ach, die Info hätte ich halt gerne früher gehabt, dass er da versaut hat. Na gut, jetzt müssen wir halt zusehen, wie wir damit klarkommen. Follow the reference. This is in lap, this is in lap. Das ist nicht gut. Besonders nicht für Theo. So, wir schauen nochmal aufs Wetter. Ja, jetzt wäre halt gerade gut, ne? Aber die Outlaps dürften nicht so lange sein. Das heißt, wir ziehen Theo einfach schnell neue Reifen auf. Und dann schicken wir ihn direkt nochmal raus. Machen wir das bei Yuki auch? Ja, ich denke, das machen wir bei Yuki auch. Sollen die beide nochmal schnell. So, wo ist denn Theo? Da kommt er. Auf wie viel sind wir? 96%. Das geht eigentlich. Hätte man vielleicht gar keinen neuen Reifen aufziehen müssen. So, wir sind hier die Einzigen auf der Outlap. Focus on tires and brakes. Okay. Dann können wir bei Yuki gleich mal auf dem Flügel mitfahren, eine Runde, denke ich. Also das müsste auch. Wird alles knapp. Es müsste auch eine freie Runde werden. So, rauf auf die Startziel. Auf geht's. 1,55 mm Wasser auf der Strecke. So, Theo fährt jetzt auch wohl los. Auf die schnelle Runde. So, Yuki schon mal mit einer Verbesserung in Sektor 1. Sehr gut. Theo auch mit einer Verbesserung. Also ich hoffe, die werden jetzt hier in den Kurven nicht irgendwie behindert, die Jungs. Das sah ganz gut aus. So, Yuki auch in Sektor 2 mit einer Verbesserung, Theo auch. Currently P7.
So, Yuki hat sich ein bisschen verbessert. So, und Theo, okay. Der war jetzt auf dem letzten. Am letzten Sektor wurde er ein bisschen behindert. We are currently at the back. Er ist immer noch auf der 20. Over the line, charge on. Copy that. Okay, dann. No more rain coming. Going to dry now. Wir haben am Ende nochmal die Chance. Da ist es trocken. Oh mein Gott. Wer ist hier auf einer Outlap unterwegs? Ist Lance Stroll gerade auf einer Outlap? Ja. Wir sind bei 8:10 ungefähr. Ist er losgefahren, denke ich. Wir kriegen am Ende nochmal die Chance, hier was Schönes zu machen. Also, wo ist Lance Stroll dort? Also, 2 Minuten braucht man ungefähr immer. Na, vielleicht sind es hier nur 1,5. Ja, hier sind es eher 1,5. Ah, wenn es da wirklich nochmal trocken werden würde. Das wäre so gut. So, ganz viele sind jetzt auf der Inlap, ein paar noch auf der schnellen Runde. Also jetzt kommen alle rein und dann werden die alle nochmal raus auf jeden Fall wollen. Und da müssen wir dann einfach mitfahren, damit wir nicht unnötig in Traffic kommen. Die fahren jetzt schon. Da kommen die hier bei 2 Minuten an, ne? Dann passieren die uns eigentlich genau, wenn wir raus wollen. Also, dann fahren wir, wenn Verstappen an uns vorbei ist. Fährt der Sainz gerade raus? Könnten wir doch hinter Sainz hinterherfahren. Ja, Sainz kommt da hinten raus. Dem folgen wir einfach. 3, 2, 1, jetzt. Aber da kommt noch ein Alpine. Und McLaren scheinbar auch. Oh, komm schon, Theo, fahr los. Worauf wartet der Mann? Oh, der stellt sich jetzt hinter, wer ist denn das? Hinter Bottas oder so an? Gibt's ja wohl nicht. Hinter Ricardo stellt er sich an. Ja, okay. Ich hoffe, der wird da nicht von Ricardo getrennt. Dann kommt er da, guck mal, da zwischen Norris und Ricardo, ne? Da ist so eine riesige Lücke, die hätte er nehmen können. Oh, Yuki ist schon auf der schnellen Runde. Bisschen Cockpit. Bisschen Cockpit. So, da vorne ist Carlos Sainz. Den jagen wir. Ja, und Theo musste da nochmal anhalten. Und das ist jetzt ein ganz Stück hinter Sainz. Hinter Ricardo. Hot race. Ich hoffe, das reicht irgendwie. Ja, auch Mann, Theo hat heute gar kein Glück. Der erwischt schon noch irgendein McLaren mitten in der Kurve. Ja, danke fürs Platz machen. Weiß ich nicht, ob das gut wird. Weiß ich nicht, ob das gut wird.
Also Yuki war schon mal relativ langsam. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es bei Theo aussieht. Der hat da, glaube ich, ja ganz gut auf Sainz aufgeschlossen. Boah, der war viel schneller als Yuki unterwegs. Obwohl die Runde viel mehr behindert aussah. Okay, cool. Ja, dann easy. Da war Theo ja richtig schnell. Hallo. So, ja, Startstrafe gibt es natürlich trotzdem irgendwann, ne? Aber wir haben es erstmal ins Q2 geschafft. Das ist ja hier wohl das Wichtige. So, Grenzzeit ist bei 1.04. Es scheint erstmal trocken zu bleiben. Ja, dann, wir haben genug Softs, würde ich sagen. Auto-Setup 92% und 94%. Traktion ist wieder nur gut. Die habe ich doch extra umgestellt, oder nicht? Oder habe ich das bei Yuki nicht gemacht? Ach, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ja, hier sind wir ziemlich dicht dran auf jeden Fall. Also für ein Sprint-Rennen-Wochenenden-Setup ist das ganz geil. So, Qualifying starten, ja, auf jeden Fall bitte. So, dann schauen wir mal direkt. Gibt es heute Regen? Es gibt Regen, das heißt, wir sollten sofort raus. Wir haben ungefähr 5 Minuten Zeit, ein bisschen länger. Ja, vielleicht können wir wieder irgendwo ein bisschen Windschatten schnorren. Ja, gucken wir, ne? Aber wir sollten innerhalb von 2 Minuten raus. Da kommt er. Wer bist du? Hamilton. Lewis Hamilton. Oh ja. Unsere direkte Konkurrenz hier. Let's go. Ach, und da schleicht sich wieder einer dazwischen. So ein Aston Martin. Wer ist denn das? Dieser Aston Martin. Das ist Lance Stroll. Achso, ich habe gar nicht geguckt, wen es rausgehauen hat, ne? Naja, beim letzten Mal, wen vermissen wir denn? Wir vermissen auf jeden Fall den zweiten Aston Martin. Die Alpha Tauris sind beide noch drin. Bottas hat es rausgehauen auf jeden Fall. Russell hat es rausgehauen im zweiten Mercedes. Alpine, ja, ein Alpine hat es rausgehauen. Wer ist denn der zweite Alpine? Ocon und... Nee, Gasly ist da. McLaren hat es rausgehauen. Lando Norris hat es rausgehauen. Piastri hat es durchgeschafft. Interesting. Und wer noch? Ach, Alonso ist da. Das heißt, der zweite Aston Martin ist da. Die Alpha Tauris sind da. Welches Team hat es denn jetzt rausgeballert komplett? Bin ich gerade doof? Wahrscheinlich, ne? Wir können hier nachgucken. Ne, wir können hier nicht nachgucken. Ne, hier auch nicht. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendjemand hat es rausgehauen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, wir fahren jetzt also hinter Hamilton und Stroll hinterher. Scheint eine freie Strecke zu bekommen. Was natürlich super ist. Okay, Track ist clear. Haben frische Reifen drauf. Okay, let's go. Ausreichend Windschatten, würde ich sagen. So, all fine. Traffic rise. Und dann können wir gleich mal gucken, was der Aston Martin hier leisten kann. Ich wäre natürlich lieber hinter Mercedes hergefahren, weil ich mir sicher bin, dass der halt Gas geben kann. Aber da hat sich Stroll halt einfach noch dazwischen geschummelt. Okay,
Ich rätsel immer noch, wen es rausgehauen hat, ne? Russell, Lando, Bottas. Und dann fehlt aber noch ein komplettes Team, das mir gerade nicht einfällt. Das müssen wir mal gucken. So, Tsunoda schneller als die beiden Jungs vor ihm auf jeden Fall. In Sektor 2. So, das sieht doch gut aus. Tsunoda hier mit der vorläufigen Bestzeit. Hamilton ganz knapp dahinter. Und Theo ein ganzes Stück aber. Ja, und dann kommt hier halt Perez, Leclerc, Alonso. Aber wir sind nicht mal 0,2 Sekunden langsamer als Leclerc. Das ist super. Oh ja, Theo war leider ein bisschen sehr langsam. Da kommen noch ein paar schnelle Fahrer. Aber es sieht so aus, als wenn wir es schaffen würden, ne? Wenn Albon und Ricardo jetzt nicht hier direkt reingehauen haben. Nee, okay, sind beide durch. Also schauen wir mal, ne? Es wird dann nass, ja, da wird auch niemand mehr eine Schnellrunde nachlegen. Das heißt, das Ding hier ist gelaufen. So, welches Lappenteam vergesse ich jetzt die ganze Zeit? Irgendein Team, mit dem wir uns letzte Saison duelliert haben, hundertprozentig. So, jetzt geht der Regen los. Stroll fährt trotzdem nochmal raus. Interessante Wahl. Was für Reifen fährt denn der? Auf Intermediates. Ja, das wird bestimmt eine ganz schnelle Runde. Warum fahren die alle nochmal raus? Rote Flagge. Irgendjemand hat es erwischt. Am Wasser kann es nicht liegen. Dafür ist nicht genug. Wir können uns das jetzt mal anschauen. Da Lance sind Stroll. Wir an Kurve 7. Oh, tschüss. Und da kommt es zur Berührung. Und das wird seinem Selbstvertrauen gar nicht gut tun. Nee. Er hat es ja richtig rausgeballert, den Arm. Der konnte ja nichts mehr machen. So, dann müssen wir mal gucken. Ja, es bleibt aber nass, wie es aussieht. Da machen wir erstmal nichts. Gucken hier nur noch mal. Ja, es bleibt nass. Achso, aber es ist noch die Unterbrechung, ne? Gucken wir mal, wie es nach der Unterbrechung aussieht. Also jetzt quasi. Es bleibt trotzdem nass. Wird es richtig angezeigt? Ja, ich vermute mal. So, hier dürfte jetzt nichts mehr passieren. Gehe ich von aus. Das heißt, ich kann euch hier einfach rauscutten für einen Moment. Ja, irgendwie wollte dann niemand mehr rausfahren. Ganz merkwürdig. Fragt mich nicht. So, jetzt können wir aber gucken. Ach, Haas. Die beiden Haas hat es komplett rausgehauen. Magnussen und Hülkenberg. Klar. Na, also Russell, Norris und Bottas habe ich ja zusammenbekommen. Nur Haas sind mir nicht mehr eingefallen. Ja, geil. So, dafür hat es jetzt den zweiten Alfa Romeo erwischt. Mit Daniel Ricciardo, Alexander Albon im Alfa Tauri, den zweiten McLaren mit Oscar Piastri, ein Alpine mit Esteban Ocon und Lance Stroll im Aston Martin. Das heißt, wir haben hier vorne wieder Red Bull, Ferrari. Max Verstappen auch wieder schön schnell unterwegs gewesen. Ja, Perez, Sainz relativ dicht beieinander. Dahinter dann Alonso, kleine Lücke, Tsunoda, Hamilton, Gasly, dann Theo und Zhou Guanyu haben es durchgeschafft. Eine interessante Top 10 auf jeden Fall schon mal, ne? Zhou Guanyu ist mit drin. Pierre Gasly sehen wir da auch nicht mehr allzu häufig in letzter Zeit. Interessant. Ja, Alonso wieder schneller als wir. Also vielleicht haben sich die ersten Martins wieder ein bisschen erholt, ne? Wobei, naja, doch, Lance Stroll. Das, da hat nicht viel gefehlt. So, wir haben Softs drauf. Frischer.
starten wir mal. Qualifying 3. Schauen sofort aufs Wetter, denn es wird wahrscheinlich wieder anfangen zu regnen gleich, ne? Ja, in 4 Minuten Regen. 1, 2, 3. Ja, wir müssen sofort raus. 3 Minuten werden knapp. Tschüss. Das sind echt nur 3 Minuten, ne, bis die Kurve da hochgeht. We focus on tires and brakes. Oben steht halt in 4 Minuten Regen. Der Graf sagt was anderes. Also ich hoffe, wir kriegen hier, ja, freie Strecke scheinbar. Track is clear. Also dann gehen wir mal bei Theo hier in die Überhelmperspektive, wie auch immer die heißt, da am Kühler halt. Also ich hoffe daher, dass die anderen noch so ein bisschen wenigstens Regen abbekommen auf ihrer Runde, weil die ein bisschen zu knapp rausgekommen sind und denen dann die letzten beiden Kurven dadurch so ein bisschen versaut werden oder so. Das wäre toll. Ja, wahrscheinlich stimmt unser Wettergraf nur einfach wieder nicht und wir hätten viel ruhiger bleiben können. Oh, Yuki! Wir sollten jetzt einen Blick drauf werfen können. Das war jetzt die 7. Kurve. Und da kommt er von der Ideallinie ab. Boah, er muss nee. Vorsichtig sein und auf das Auto aufpassen. Das ist natürlich jetzt schlecht für uns. Stopp, 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 stopp. Ja, wir sind schon wieder an der Boxeneinfahrt vorbei. Das macht uns beide langsam, ne? Theo musste da auch ein bisschen ausweichen. Zählt die Runde? Ich bin mir unsicher. Aber scheinbar scheint die Runde zu zählen, ne? Auch wenn er da komplett außerhalb war. Das hat natürlich jetzt beiden die Runde versaut. Komplett. Ja, und jetzt fängt es an zu regnen. Aber bei der Zeit können wir vielleicht wirklich nochmal versuchen auf... Ja, ist gut. Auf Intermediates rauszukommen schnell. Und dann noch versuchen zu retten, was zu retten ist. Falls noch was zu retten ist. Na, das wäre jetzt aber richtig bescheuert. Ne, man hat da wirklich nur eine Chance. Und die versaut er. Das ist super schade. Ich denke mal nicht, dass wir da mit der Intermediates viel rausholen können jetzt. Wir waren wirklich gut unterwegs eigentlich. Bilde ich mir ein. Dann kam halt da der Quatsch. Das ist auch nicht schneller. Tja, da ist das Qualifying wohl gelaufen. 9. und 10. Platz. Für den Sprintstart. Interessant. Ja, das ist wirklich jetzt ganz, ganz dumm gelaufen. Ja, letzten Sektor, ne? Da haben sie ja nochmal zugelegt. Also im letzten Sektor haben wir scheinbar wirklich viel Zeit verloren.
wenn wir jetzt sogar auf den Intermediates dort schneller waren. We are currently P10, Yuki P10. Ja. Danke für diese Information. This is So, wir können auch mal gucken, ne, wie viel langsamer die Intermediates eigentlich sind als die Softs. Also ich sage so und dann... Ja, 4 Sekunden. Ah, okay. Schade. Aber da haben wir es dann versaut. Tatsächlich. Also als nächstes steht, glaube ich, nochmal ein Training auf dem Programm, ne? Kann das sein? Was macht die Datenansicht? Weiß man nicht. Ach so, da können wir uns die Sektorzeiten anschauen. Ich hätte eigentlich die von den Softs sehen wollen. Warum sehe ich hier nicht die schnellste Runde? Sondern die letzte. Das ergibt so gar keinen Sinn auch. Aber gut, ist halt so. Ja, T2 haben wir jetzt noch, das nehmen wir noch schnell mit. Da haben wir beim nächsten Mal den Sprint vor der Brust. Da habe ich schon Bock drauf. Also das Sprintrennen ist geil, ne? Das Sprintrennwochenende in dem Format, da finde ich absolut Quatsch. Jo, dann fahren wir auf harten Reifen, denke ich mal. Warum kann ich hier eigentlich nirgendwo sehen, wie das Wetter wird? So, wir haben Parc Fermé, denke ich, ne? Ich könnte auch den Frontflügel anpassen, aber die Frontflügel sind gut. Wir fahren durch. Wir durchfahren auf den Reifen. Oh, da muss ich mal gucken. 58. Ja, wenn wir die sparen, dann geht das bestimmt. So, wir bauen hier wieder alte Teile ein dafür. So. So, wahrscheinlich würden auch so 58 Runden Sprit tatsächlich reichen. Aber was soll's. Ich hoffe, Theo macht nicht wieder irgendeinen Quatsch kaputt. Das wäre blöd. Aber wir haben immerhin ganz gute Setups. Natürlich wird es anfangen zu regnen. 12 Minuten und dann... Ja, müssen wir gucken, ob es dann wirklich feucht wird. Oder ob es trocken bleibt, ob wir einfach draußen bleiben. Ach, keine Ahnung. Ihr seid mit dabei, wenn hier was passiert. So, Ricardo kommt erstmal Kurve 7 von der Linie ab. Gut, schauen wir uns jetzt Kurve 7 an. Oh nein, Upsi. Der geht weit raus. Hoffentlich kein Anzeichen dafür, was noch kommt. Na, das kennt Yuki, ja. And some so. Drop of rain. Genau. Es regnet jetzt ein bisschen. Und dann wird es hier kurz feucht. Und dann wird es wieder trocken und dann wird es zum Ende nochmal feucht irgendwie. Also ich denke, ich lasse die Jungs einfach durchfahren. Ja, Streckenakklimatisierung, da kriegen wir nicht auf die 100%. Von daher, ich lasse die Jungs halt so lange draußen, wie es geht. So, ich habe die Jungs jetzt hier draußen gelassen. Die letzten 12 Minuten war es dann nochmal so über 1,5 mm. Wasser auf der Strecke ist jetzt bis auf 2 am Ende gekrabbelt, aber dadurch... T2
took a flag. Haben wir hier wenigstens noch ganz gut Streckenakklimatisierung sammeln können, dadurch, dass ich die Jungs nicht nochmal reingerufen habe. Und dann sind wir wenigstens einigermaßen vorbereitet. Ne? Die Autoteile kennen wir inzwischen auch einigermaßen. Mit den Setups können wir für ein Sprintwochenende durchaus zufrieden sein. Also von daher alles cool hier. Ja, und dann geht's beim nächsten Mal ins Sprintrennen. Und danach dann ins Hauptrennen. Und da müssen wir mal schauen, wann wir die Startstrafe absitzen müssen. Ob die schon im Sprintrennen fällig wird. Oder wirklich erst im Hauptrennen. Ich bin gespannt. So, kann das Ganze hier nochmal ein bisschen beschleunigen. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.